Herr Ruaki, was bedeutet es heute, den KSC, die zweite Bundesligamannschaft des KSC, hier empfangen zu dürfen? Also für uns allen, Verein wie Spieler, wie Trainerstab, das ist schon ein besonderes Ereignis. Und für mich ist mein erstes Spiel mit dieser Mannschaft. Wir haben aufgrund dieses Spiels seit Dienstag, die vergangenen Dienstag, jetzt angefangen mit dem Training. Für mich ist auch zwei Trainingseinheiten, wo wir einfach die Grundsysteme, wir waren gezwungen schon mit dem bisschen Kraftausdauer, dass wir den Spiel fangen können. Ich bin sehr zufrieden. Meine Mannschaft hat versucht, die Grundsysteme einfach immer aufzurufen. Aufgrund des Druck haben wir immer ein bisschen Probleme über Außenbahn. Aber das hat man auch erwartet. Das ist eine andere Klasse. Und trotzdem haben wir versucht, so unser Spiel zu machen. Einfach die klare Disziplin im Mittelfeld. Das war für mich Schwerpunkt. Es geht nicht um die Tore zu machen. Es geht einfach um die Kompaktheit. Wie weit stehen die Abwehr, Mittelfeld, Offensive. Die Flügelspieler müssen mitarbeiten. Das war für mich mein Schwerpunkt. Und ich habe wirklich auch die KSC komplett ignoriert. Es ist mir egal, welche Mannschaft ist da. Wir müssen unsere erste Basis von den taktischen Elementen einfach spielen können. Und das haben wir versucht. Ich fand, wir haben zwei, drei Tore mehr bekommen durch individuelle Fehler. Die Lücken waren zwischen dem Abwehrbereich und dem zentralen Mittelfeld waren zu groß. Und da haben die Stürmer einfach exzellent diese Räume ausgenutzt. Das haben wir besprochen in der zweiten Halbzeit. Wir haben es ein bisschen besser gemacht. Aber man merkt schon, das ist einfach, wir müssen es noch verbessern. Also wir müssen optimieren. Aber man kann nicht erwarten, nach einer Woche oder zwei Trainingseinheiten, dass es alles stimmt. Und für uns, wir nehmen einfach diesen Tag als einen Genuss für mich. Ich bedanke mich aber bei dem Verein, der einfach diese Möglichkeit uns angeboten hat. Und für mich als Trainer, also es ist toll. Und wir sind auch Fan von KSC. Und deswegen, es ist ein tolles Ereignis. Das hat Spaß gemacht. Sie sind ja neu dazugekommen zum, Sie haben es ja schon gesagt, zum ersten FC Bruchsal vom ASV Durlach. Wie haben Sie sich jetzt bei Ihrer neuen Arbeitsstätte als Trainer eingefunden? Seit circa drei Monaten arbeite ich sehr intensiv auch mit unserem Vorstand, dem Michel Grub. Und ich sage es einfach, ich bin sehr, sehr positiv überrascht, wie viel Engagement, die Bereitschaft, einfach Dinge zu optimieren. Das ist meine Einstellung. Ich bin immer bereit, mehr zu machen. Momentan ist traumhaft. Also wenn es so weiter bleibt, das ist echt ein Genuss. Also die Mannschaft, genauso wie der Verein, wollen mehr. Ich habe eine sehr gute Mannschaft. Wir müssen den Kader ein bisschen optimieren. Das heißt vielleicht auf Position bezogen. Wir haben eine U23, die momentan auch in unserem Fokus. Wir haben eine A-Jugendspieler, die wir heute noch mal ein paar Einsätze gehabt. Also ich denke, wir sind momentan am Anfang von einer neuen Ära. Und ich freue mich, dass ich auch teilnehmen kann in diesem neuen Schwung. War das einer der Gründe für den Weggang vom ASV Durlach, dass dort das Engagement nicht so stark war, wie Sie es hier erleben? ASV ist meine große Liebe. ASV ist mein Verein. Ich habe sehr, sehr gerne beim ASV gearbeitet. Ich habe einen sehr guten Kontakt auch mit dem Vorstand. Und ich habe nach drei Jahren bemerkt, es ist die Zeit einfach gekommen, dass einfach ein Wechsel da ist. Und deswegen habe ich eine neue Herausforderung. Und FC Bruchsal mit dieser Voraussetzung für mich ist ein Traum. Mit vier Rasenplätzen, Top-Zustand, eine Kunstrasen. Alles, was ich einfach mir wünsche, ist eigentlich da, inklusive die Spieler. Ich soll es einfach hier genießen. Gleichzeitig, ich habe auch meine eigenen Ziele. Ich habe etwas vor, genauso wie für einen wie die Mannschaft. Wir wollen oben dabei mitspielen. Ich will eine geile Mannschaft einfach auf den Platz bringen. Ich habe ein paar Wochen, wo ich ein bisschen arbeiten kann, und das schaffen wir auch. Was können Sie zu den punktuellen Verstärkungen in dieser Saisonpause sagen, zu den Neuzugängen und so weiter? Die waren alle gezielt. Das waren jetzt keine neuen Zugänge, die man einfach nur so. Wir haben jetzt seit drei Monaten intensiv gearbeitet. Ich habe die Bruchsal beobachtet. Wir haben Position definiert. Und gezielt auf die Positionen haben wir Spieler gesucht. Das heißt nicht unbedingt, das ist ASV oder von Spielberg oder externe. Wir haben einfach die Position definiert und ich habe die Spieler gesucht, diese Positionen oder Aufgaben erfüllen. Und das gehe ich einfach konsequent und einfach sachlich. Und wir haben die bekommen. Herr Ruaki, ich danke Ihnen vielmals für das Interview und viel Erfolg noch in der Restvorbereitung für die kommende Saison. Vielen Dank und wir sehen uns demnächst wieder. Danke.